Hallo, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie das Windows-Betriebssystem auf einem Mac ausführen. Ich werde Ihnen auch erklären, wie Sie eine virtuelle Maschine installieren und konfigurieren sowie Programme unter Windows auf Mac OS ausführen. Und wie man verlorene Informationen auf einem Mac-Gerät mit der Datenwiederherstellungssoftware Hetman Partition Recovery wiederherstellt. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Viele Leute, die es gewohnt sind, mit Windows zu arbeiten, finden es ziemlich schwierig, nach dem Kauf eines Computers von Apple auf ein neues Betriebssystem zu wechseln. Neben nicht standardmäßigen Störelementen und vielen Funktionsunterschieden sind sie auch nicht damit zufrieden, dass die Anzahl der für macOS entwickelten Programme, Spiele und verschiedene Dienstprogramme erheblich geringer ist. Viele Softwareentwickler erstellen Versionen von Programmen nicht nur für Windows, sondern auch für macOS. Wenn kein Programm vorhanden ist, kann es durch ein analoges ersetzt werden. Es gibt auch viele von ihnen. Manchmal gibt es jedoch Situationen, in denen das Programm, in dem Sie unter Windows gearbeitet haben, keine Version für macOS hat, kein Analog vorhanden ist oder das Analog nicht alle erforderlichen Anforderungen erfüllt. Aus diesem Grund installieren einige Benutzer Windows häufig auf einem Mac. Dies kann mit Hilfe der Systemanwendung Bootcamp oder durch Installation einer virtuellen Maschine erfolgen. Wenn Sie Windows auf Ihrem Mac installieren müssen, ist Bootcamp die beste Lösung. Nach der Installation können Sie das Windows-Betriebssystem auf Ihrem Apple-Gerät vollständig verwenden. Der Hauptnachteil der Bootcamp-Methode zur Installation von Windows besteht darin, dass Sie das Gerät neu starten müssen, um das Windows- oder macOS-Betriebssystem zu starten. Bevor Sie mit der Installation beginnen, müssen Sie zunächst das Windows-Betriebssystem im Mac herunterladen. Stellen Sie zuvor sicher, welche Version Ihr Mac unterstützt. Sie können jetzt kompatible Modelle mit Windows 10 auf dem Bildschirm sehen. MacBook Pro 2012 und neuer, MacBook Air 2012 und neuer, MacBook 2015 und neuer, iMac Pro 2017, iMac 2012 und neuer, Mac Mini 2012 und neuer, Mac Mini Server Ende 2012, Mac Pro Ende 2013. Wenn Ihr Modell früher als in dieser Liste aufgeführt ist, steht Ihnen die Windows 7 Version zur Verfügung. Sie können das ICO Image des Windows Betriebssystems von der Microsoft Website herunterladen. So laden Sie das Windows Image herunter. Nach dem Herunterladen des ICO Images können Sie mit der Installation fortfahren. Gehen Sie dazu wie folgt vor. Schritt 1. Klicken Sie auf Launchpad, öffnen Sie andere und starten Sie den Bootcamp Assistent. Schritt 2. Klicken Sie im sich öffnenden Programm auf die Schaltfläche weiter. Bootcamp sollte die ISO-Datei auf Ihrem System automatisch finden. Wenn das Programm Image nicht aufgeführt hat, geben Sie den Pfad manuell an. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, geben Sie zum den Ordner mit dem System ein Bild, klicken Sie darauf und klicken Sie das auf OK.
Schritt 3. Um das Windows-Laufwerk zu erweitern, scrollen Sie nach links, klicken Sie nach Angabe der erforderlichen Festplattengröße auf Installieren. Dann beginnt der Download-Vorgang für die Windows-Support-Software. Geben Sie Ihr Passwort ein und dann OK, um Änderungen am System vornehmen zu können. Das Gerät wird neu gestartet und der Setup-Bildschirm Windows 4 angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Systeminstallation abzuschließen. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Geben Sie Ihren Produktschlüssel ein oder Ich habe keinen Schlüssel, Produktkey, und geben Sie die Version des Betriebssystems an. Zeigen Sie bei Auswählen einer Festplatte nicht auf eine andere Partition aus WordCamp und erstellen oder löschen Sie keine vorhandenen Partitionen. Andernfalls können diese Aktionen zum unvermeidlichen Löschen aller Inhalte des macOS-Partition und zum Verlust wichtiger Informationen führen. Schließen Sie die Installation ab. Wenn Sie Probleme bei der Installation des Windows-Betriebssystems haben, hinterlasse ich in der Beschreibung einen Link zum Lernkursvideo. Nach dem neuen Start des Geräts wird es mit dem Windows-Betriebssystem gestartet. Um wieder unter macOS zu booten, müssen Sie das System erneut starten. Wenn das erforderliche Betriebssystem nicht gestartet wurde, halten Sie beim Neustart über die Tastatur die Taste Option gedrückt und wählen Sie im System Auswahlfenster dasjenige aus, das Sie starten möchten. Ihr Mac-Gerät verfügt jetzt über ein vollständiges Windows-Betriebssystem, das Sie jederzeit herunterladen können. Außerdem können Sie alle Anwendungen herunterladen, installieren und ausführen, die unter macOS nicht verfügbar sind. Um das System nicht ständig neu zu starten, können Sie eine virtuelle Maschine parallel installieren. Die Anwendung ist entgeltlich, steht jedoch eine Testversion für 15 Tage zur Verfügung. Diese Methode erfordert keinen Neustart des Geräts, da sie mit einem speziellen Programm unter macOS selbst gestartet wird. Der Vorteil der Installations- und Ausführung von Windows in einer virtuellen Maschine liegt in der Kommunikation beider Systeme. Dies ist die Verwendung einer Zwischenablage sowie die Möglichkeit, Dateien zwischen den Betriebssystemen zu verschieben. Der Nachteil ist die Belastung des Prozessors und des Speichers des Computers, da zwei Betriebssysteme gleichzeitig darauf ausgeführt werden. Was bedeutet, dass die Geschwindigkeit und die Reaktion eines von ihnen rank sind. Schritt 1. Starten Sie Parallels Desktop, drücken Sie Command plus N, um eine neue virtuelle Maschine zu erstellen. Schritt 2. Wählen Sie hier installieren Sie Windows oder ein anderes Betriebssystem von einer DVD oder einem Image und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Schritt 3. Das Programm findet automatisch das Betriebssystem Image. Wenn nicht, klicken Sie auf die Schaltfläche Manuell suchen und geben Sie Anbieter für Installation an. Schritt 4. Das Programm fragt nach einem Lizenzschlüssel. Sie müssen ihn in das entsprechende Feld eingeben oder Wahl zurücksetzen. Schritt 5. Geben Sie die Version des Betriebssystems an, wählen Sie aus, für welche Zwecke Sie das Betriebssystem verwenden möchten und klicken Sie auf Weiter. Schritt 6. Geben Sie den Namen und den Speicherort der virtuellen Maschine an und klicken Sie auf Erstellen. Schritt 7. Dadurch wird der Windows-Installationsprozess gestartet. Nach Abschluss der Installation erhalten Sie eine virtuelle Maschine mit einem vollständigen Windows-System. Um das installierte System zu starten, müssen Sie es nur aus der Liste auswählen und starten.
Jetzt können Sie jedes Windows-Programm ausführen, das unter Mac OS nicht verfügbar ist. Beispielsweise können Sie verlorene Daten mit Hetman Partitioning Recovery, das derzeit nur unter Windows verfügbar ist, problemlos wiederherstellen. Dies kann sowohl von Bootcamp als auch von der virtuellen Maschine Parallels aus erfolgen. Parallels hat einen Nachteil. Dieses Dienstprogramm kann nicht auf die Festplatte zugreifen, auf der das macOS-System installiert ist. Bootcamp hat diese Probleme nicht. Es kann die Systemfestplatte mit dem installierten Mac-System leicht sehen. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre verlorenen Daten wiederherzustellen. Schritt 1. Laden Sie die Datenwiederherstellungssoftware Hetman Partition Recovery für Windows in Bootcamp oder in einer virtuellen Maschine parallel herunter. Installieren Sie sie und führen Sie sie aus. Mit Hilfe des Programms können Sie Daten von jedem Wechseldatenträger sowie von physischen Festplatten aus SSS-Festplatten wiederherstellen. Bei der Wiederherstellung von geschützten Medien und SSD-Festplatten mit aktivierten Trim-Funktionen können Schwierigkeiten auftreten. Das Programm stellt keine Daten von verschlüsselten Medien wieder her. Schritt 2. Wählen Sie im Festplattenmanager Ihr Gerät aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und klicken Sie auf Öffnen. Wenn es sich um ein USB-Flash-Laufwerk oder eine austauschbare Festplatte handelt, schließen Sie es zuerst an Ihren Computer an. Wenn Sie Parallels verwenden, werden Sie vom System beim Erschließen eines Wechseldatenträgers ausgefordert, auszuwählen, an welches Gerät es angeschlossen werden soll. Wenn Sie Windows auswählen, wird das Gerät sofort im Explorer angezeigt. Führen Sie zuerst den Schnellscan durch, da dies weniger Zeit in Anspruch nimmt. Und wenn das Programm infolge des Scanners die gelöschten Daten nicht gefunden hat, führen Sie einen vollständigen Scan durch. Schritt 3. Der Datenwiederherstellungsassistent scannt sofort das ausgewählte Datenträgervolumen und zeigt die Scan-Ergebnisse im rechten Teil des Fensters an. Schritt 4. Wenn der Scan-Vorgang abgeschlossen ist, markieren Sie die Dateien und Ordner, die Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Geben Sie an, wo die Daten gespeichert werden sollen, und klicken Sie auf Speichern. Das Programm implementiert auch die Möglichkeit, ein Disk-Image zu erstellen und Daten daraus wiederherzustellen. Dies erhöht erheblich die Wahrscheinlichkeit, verlorene Informationen wiederherzustellen, da die Daten bei mehreren Scans einer Festplatte zerstört werden können. Sie können Hetman Partitioning Recovery in den folgenden Fällen verwenden. Zum Wiederherstellen von Dateien, die durch Löschen, Formatieren und Neustellen von Festplattenpartitionen, Systemausfalls, Viren, Befall und anderen Datenverlustsituationen verloren gegangen sind. Beim Wiederherstellen von Dateien von internen und externen Festplatten, USB-CD-Speicherkarten, Kameras und anderes Speichergeräten. Außerdem können verlorene Fotos, Videos, Musik, Dokumente und andere Dateitypen wiederhergestellt werden. Wenn Sie Parallels verwenden, um Betriebssystem Windows auf einem Mac auszuführen, sollten Sie sich bewusst sein, dass diese virtuelle Maschine keinen Zugriff auf die Festplatte zulässt, auf der Mac OS installiert ist. Wenn Sie Daten von einer solchen Festplatte wiederherstellen müssen, würde ich empfehlen, Windows mit Bootcamp zu installieren. Wenn die Festplatte nicht verschlüsselt ist, können Sie die verlorenen Informationen der Festplatte, auf der Mac OS installiert ist, problemlos zurückerhalten. Ein weiterer wichtiger Punkt. Das Wiederherstellen von Daten von einer CCD schlägt höchstwahrscheinlich auf
einem Betriebssystem mit aktivierten Funktionen Triebfile. Wenn die Triebfunktion aktiv ist, löscht das Betriebssystem nicht verwendete Zellen, bevor Informationen in diese geschrieben werden. Dies reduziert die Zugriffszeit und verbessert die SSH-Leistung, erschwert jedoch die Wiederherstellung verlorener Daten. Dies sollte bei der Wiederherstellung von Daten berücksichtigt werden. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen. Daumen hoch, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.